wie wir den Räubern eine Falle stellten. Als wir endlich wieder in unserem Iglo lagen, fielen meine kleinen Freunde sofort in einen tiefen, wohlverdienten Schlaf. Ich aber lag da und zerkrübelte mir meinen armen Verstand nach einer rettenden Idee. Endlich! Nach vielen qualvollen Stunden hatte ich einen Plan. Ich stand wieder auf, ging leise in die Schneehütte des Medizinmannes und erzählte ihm, was wir erlebt hatten. Als ich die 7 Gefangenen erwähnte, wurde er ganz blass. »Oh weh«, sagte er in furchtbarer Aufregung, »das sind unsere Jäger, die vor 4 Tagen ausgezogen sind, um unsere leer geplünderten Fischkammern wieder zu füllen. 2 meiner Söhne sind dabei. Mach dir keine Sorgen«, tröstete ich ihn. »Wir werden die Räuber schon in der nächsten Nacht fangen. Aber zu diesem Zweck musst du von den Männern morgen früh gleich eine große, 10 Meter tiefe Grube graben lassen. Eure Frauen aber sollen mir eine große Haut in einen Rahmen spannen, damit ich morgen darauf malen kann.« Der Medizinmann schüttelte den Kopf. »Ich verstehe zwar nicht, mein lieber Maggie, was das alles soll, aber es wird schon recht sein. Also leg dich jetzt endlich zur Ruhe, und wenn du morgen ausgeschlafen hast, ist alles vorbereitet.« Als mich meine Goldhamsterchen weckten, waren die Männer schon fleißig bei der Arbeit. Und der Medizinmann kam gleich, um mich zu der aufgespannten Haut zu führen. Jetzt brauche ich nur noch ein dickes Büschel Haare von einem Bärenfell, einen Stab, um einen Pinsel zu machen und etwas rote Farbe. Dann will ich versuchen, darauf ein recht leckeres und appetitliches Schwein zu malen. Ich versuchte es, und schon wenige Stunden später lachte uns von der großen Haut ein rosarotes Schwein entgegen, so verlockend, dass uns allen das Wasser im Mund zusammenlief. »Baut das jetzt hinter eurer großen Grube auf«, sagte ich voll Stolz. »Es müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn der Eisbär mit seinem Heißhunger nicht auf diesen Trick hereinfiele.« In der folgenden Nacht dachte keiner der Eskimos an Schlaf. Sogar die Kinder blieben wach, um das groß angekündigte Ereignis mitzuerleben. Endlich! Die Mitternacht war längst vorbei, kam der Warnruf unserer Beobachter. In weiter Ferne war ein riesiger Eisbär aufgetaucht. Sofort wurden alle Lichter verlöscht. Nur mein Gemälde strahlte hell im Licht des Mondes. »Versteckt euch hinter der Grube«, rief ich meinen Freunden zu. Dann verbarg ich mich hinter meinem Werk. Und so harrten wir der Dinge, die da kommen sollten. Und sie kamen. Sie kamen schneller, als wir alle geahnt. Und schneller, als ich je gehofft hatte, lagen der riesige Eisbär, seine 2 Jungen und Chitu, der gelbe Teufel, in der Grube. Die Gier auf das ersehnte Schwein hatte den Bären alle Vorsicht vergessen lassen. Die Freude der Eskimos über unseren Erfolg war grenzenlos. Immer wieder nahmen sie einander bei den Händen, um jubelnd die Grube zu umtanzen, in der sich ihre gefährlichsten Feinde gefangen hatten. Der Eisbär brummte und schrie, dass es kilometerweit zu hören war. Seine Jungen wimmerten und heulten, und Chitu fluchte wie ein richtiger Teufel. »Lasst sie nur toben«, rief ich meinen Freunden zu. »Die werden schon von selber zur Besinnung kommen, wenn sie Hunger kriegen. Aber nun lasst uns schnell eure 7 Jäger befreien, die noch immer in der Räuberhöhle sitzen.«